Du könntest deine Leben mal auffüllen, damit ich nicht irgendwie das nächste halbe Hemd wieder kaputt wurstet. Dann esse ich einen einzelnen Apfel, oder? Ja, wir hätten einfach ein paar Äpfel grillen sollen. Einfach so. Ja. Da hätte man, dann würden die wenigstens ein komplettes Leben anschauen. Sportechse. Ich esse hier so einen Apfel jetzt. Ah, du hast Röstäpfel. Ja, sehr gut. Das ist doch top. Zwei Stücke davon und dann ist alles gut. Mhm. Was ist das denn? Ein Fuchs wieder? Ein Bock? Kann ich ihn jagen? Geh näher ran. Geh näher ran. Schleich dich. Jetzt. Kann ich ihn erschießen? Ja, schieß. Oh, da ist noch mehr Getier. Wild. Fleisch von den Tieren in Wald, Feld und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Das ist das erste Fleisch, was wir tatsächlich mal bekommen, ey. Wir haben immer noch keinen Namen für das Pferd. Was ist das? Ein Stein. Gib den so leicht einen mit. Da ist nochmal eine Truhe. Oh, guck mal hier. Wollen wir da hoch? Ja, wir gehen zum Ziel, ne? Okay, ab geht's. Aber da ist eine Blume, glaube ich. Linse sagt. Oh, dieses Pferd. Oh Gott, es lenkt selbst. Ja, sicher, es ist ja auch ein stures Pferd. Linse geht schon wieder. Oh, Linse, auf Wiedersehen. Nein! Why don't you stay with me? Ich will selbst noch ein bisschen. Ah, da, den Reiher, den kannst du dir auch. Dann kriegen wir ein bisschen. Hier, Chicken. Chicken! Oh, gleich zwei. Ja, ja. Zwei Keulen. Kommt da was raus, richtig, aus dem Vogel? Ja, meint man nicht. Zwei Geflügel aus einem so einem Reiher und ein. Sag mal, schau mal, was hier steht. Da ist noch ein Bock. Gib dem Bock noch mal. Ah, nein, Pferd, still bleiben! Es ist wirklich ein wildes Pferd. Ich merke das. Oh Gott! Dann guck ich halt so. Prologia-Brücke? Stall der Zwillingsberge. Ich wollte zum Stall. Stall ist gut hier. Damit dieser ist super. Aber ich verschwende meine Pfeil jetzt nicht mehr für den Bock. Komm. Was ist? Was? Keine Pfeile finden? Natürlich. Ah, okay. Ich muss ab und zu tätscheln. Hast du gesehen? Dann ist wieder gut, oder was? Aha. Jetzt gehorcht es wieder. Ich weiß nicht. Dieses Spiel ist die Erfüllung meiner Träume. Aber dieser Wald macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wie ist jetzt? Trifft es schon wieder ab? Ich brauche ab und zu mal so ein Getätschel. Nochmal. Nochmal. Ich brauche das auch ab und zu mal. Lieb mich doch. Ich lieb dich doch auch. Wo ist jetzt der Stall der Zwillinge? Vielleicht, weil es hier Angst hat. Boah, es braucht oft. Ja, ich glaube, es hat Angst hier. Warum? Weiß ich nicht. Ist alles gut hier. Oh, ein Blubber. Blubbi-Wolli. Wegen Blobby-Wolli. Vielleicht wegen des Turms. Oh Mann, ey. Wie hart er reitet. Guck mal da oben. Was ist das? Ein Bockenlager? Ein großes? Oder der Stall der Zwillinge? Nee, der Stall ist irgendwie wohl erst auf der anderen Seite der Berge, sagt gerade irgendwer. Paddel. Ich will ja nicht drauf rumreiten, aber Mad Eagle von Fertiggericht mit wenig Kohlenhydraten wäre noch viel cooler. Guck mal, da ist der. Ha? Hi! Moment, ich hab ihn gleich. Hätte man noch mal besser. Ich hol nicht auf. Leicht Trab. Oh, was ist? Was machst du für ein Gesicht? Wenn du Hunger hast, bist du bei mir genau richtig. Schließlich bin ich Fleischfachverkäufer.
Mein Fleisch ist von feinster Qualität. Was du auch nimmst, du liegst immer richtig. Ah. Natürlich kaufe ich auch an. Was hast du denn anzubieten? Soll ich ihm das mal verkaufen? Also ein Geflügel? Nee, will den anderen Scheiß nicht kaufen? Hier da drüben die Bockbinhörner und so. 3 Rubine gibt das. Können wir mal richtig welche verkaufen, ne? So 40? Ja, Digga, dann stirbst du wieder und dann ist wieder alles weg. Nein, 40 ist gut. Wir sollten nicht so viel verkaufen. 35. Mhm. Ah! Alles klar! Dann mach doch mal. Boah! Danke, willst du noch was verkaufen? Jetzt können wir noch was kaufen. Jetzt können wir dafür Fleisch kaufen oder so. Ja. Hm? Ah! Edelwild und Edelgeflügel. Gönn dir mal was. Edelwild. Edelgeflügel, Steinsalz. Steinsalz? Überrest. Diese Kristalle sind Überreste eines längst verschwundenen Ozeans. Universalgewürz, das in viele Gerichte gehört. Pur ist es allerdings ungenießbar. Das ist bestimmt ein Plus. Ich würde das gern aufkaufen. Komplett. Ja? Hm. Ich habe ein gutes Gefühl bei. Hättest du direkt. Ja, habe ich gesehen. Und dann nehmen wir ein Edelwild noch mit, oder was? Ja. Wir essen ja beide gern gut, ne? Ja, das ist richtig. Apropos, Lass uns was bestellen. Ehrlich. Mhm. Machen wir? Auf Wiedersehen. Oh, mein Telefon. Hier. Nur deins. Das kann der Amina bestimmt holen. Amina ist bestimmt so gut und holt dir kurz sein Telefon. Meinst du? Amina, hast du Lust, mein Telefon zu holen? Amina ist bestimmt so gut. Amina ist ein guter Mensch. Ja. Kann ich so unterschreiben. Oha, da ist irgendwas Biestiges im Wasser, Alter. Wie, ein Krokodil oder so? Nee, so Wasser schwimmen. Soll ich mal drauf schießen? Nee, da ist hier so ein Wurfdings wieder. Gleich, guck mal. Guck mal. Er spuckt wieder und dann kommt er jetzt. Und da hast du den Salat. Oh, sind die schnell! Sind die schnell! Oh Gott, jetzt hat mich angeschleckt! Na klasse. Jetzt musst du dich in die Schlacht wagen. Und wenn du dein Pferd erwischt dabei, gib ihn. Boah, die Zunge! Exalfos-Horn. Das gewundene Horn eines Exalfos. Es ist zu hart zum Kochen, eignet sich allerdings hervorragend als Medizinzutat. Auch in Läden ist es eine gefragte Handelsware. Ah. Exalfos-Sporn. Der Sporn vom Ellbogen eines Exalfos kann zusammen mit Insekten zu Medizin verarbeitet werden. Er soll auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. Armin hat überhaupt nicht mitgekriegt, warum sie jetzt alle loben im Chat und das, was wir gefragt haben. Ich glaube auch. Haha, sagt er. Au, der lacht mich aus. Schieß. Ah, fuck. Ah, fuck. Er ist unbesiegbar. Ah, fuck, er trifft mich immer. Pferd. Du hast nur noch... Ah, fuck. Fuck, mein Pferd. Nein, mein Pferd. Mein Pferd. Dude. Er kommt nochmal. Oh. Ah. Ich hab ihn getroffen. Jetzt hol ihn dir. Hol dir das, was da hochgeblubbert ist von ihm. Boah, richtiger Ganove. Oh, es treibt alles hier runter. Nein. Aber komme ich hier hoch wegen Ausdauer? Oh, da sind Fische. Oh Gott, darf ich mich annehmen? Octorok-Ballon. Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb, daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Halte ihn dazu in den Händen und platziere ihn auf dem gewünschten Objekt. Amina, wie wär's? Kannst du kurz die Kicks-Handy? Oh, Schwertkarpfen. Den hast du mit erwischt. Süßwasserfisch, dessen Leber einen Stoff enthält, der die Muskelkraft steigert. Als Kochzutat stärkt er die Angriffskraft. Amina, kannst du kurz Dirks Handy holen, bitte? Das wäre richtig lieb von dir. Fuck, da ist noch so ein Ding. Das Handy bitte von Dirk. Das müsste auf seinem Platz liegen. Müsste da eigentlich. Danke. Oder im Büro. Oh, das war knapp. Dein Pferd ist auch rausgeklettert. Möchtest du auch was essen? Okay. Weißt du was?
Nein, auf keinen Fall. Boom! Kiste! Reisebogen! Ah, kein Platz in meiner scheiß Tasche. Das müssen wir echt mal hinkriegen, dieses Management. Hm. Ja, da ist der schon fast kaputt ist, der kann weg. Aber der macht besser mit dem einen Fünfer-Treffer als ein Vierer. Ein Vierer kannst du auch noch wegtun, oder? Hier, der macht richtig gut. Hallo Pferd. Ah. Wollen wir gemeinsam reiten? So, lieber Stream, wir werden jetzt zusammen was zu essen bestellen. Das ist noch völlig okay heute. Hast das noch? Wie? Wie zusammen? Mit dem Stream zusammen. Ach so. Bestellen die auch was, alle? Mhm. Alle zusammen bestellen was. Okay, warte mal, hier sind wieder... Stopp! Oh, da! Da steckt ein richtig dickes Schwert, Alter. Oder was auch immer es ist. Das sieht richtig edel aus. Oh, nee, ist doch nicht so edel. Nee. Vielleicht ist das aber geil. Wir gegen diese komischen Hände da, allemal. Man nimmt die immer automatisch auf, wenn man den anderen Krempel lootet, ne? Schnell da auf die Dings. Da ist so eine Kiste, da kannst du drauf schießen. Ja? Ach so. Oh je. Ach, Dude. Dann schieß mal auf die Kiste, lock die hin und spreng dann das Ding hoch, oder? Was hältst du davon? Auf die da? Ja, hab ich so gedacht. Geht's. Glaube, einer noch. Komm her. Hier bin ich. Oha. Nee. Oh doch. Nee. Mein Pferd, es hat vom Krach. Hero sagt, wenn ich da bin, wird nie bestellt. Ja, das ist abgesprochen. Ja, wir sprechen uns ab. Hümi sagt, ich bestelle für alle. Früher war das noch anders. Da haben die Leute für einen bestellt. Und jetzt alles anders. Scheiße. Alles anders. Früher war alles anders. Muss man selber machen, ey. Früher war alles früher. Früher war alles wesentlich früher als jetzt. Wo warst du jetzt nochmal Fan? Von Lieferant oder von Lieferheld? Lieferheld bist du, ne? Bumerang! Bumerang, das Waldvolk der Crocs soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt es im Idealfall zum Werfenden zurück. Geil! Was aber viele wissen, was wir ja wissen, ist, dass die Australier haben es, nicht die Croc. Die haben es, ja. Die haben es erfunden. Die haben es dicke. Wer hat es erfunden? Wadi sagt, Dick bestellt beim nächsten Mal für mich. Sehr gut. Ich esse jetzt was. Und Metal Tiffy sagt, wir sollen einen Apfel in die Hand nehmen und damit zum Pferd gehen. Ah. Okay, das machen wir jetzt. Also gleich. Eigentlich hätten wir noch was kochen können. Wir hätten uns noch ein, zwei Röstäpfel machen sollen. Einfach so. Oh, warte mal. Du immer mit dem... Oh. Ach, den hättest du eben, diesen Steinspucker da. Wobei, Dynamitfischen ja nicht erlaubt ist mehr. Ist nicht. War früher zu Zeiten von meinem Opa. Die haben immer schön... Hi. Willy Wilson, was gibt es Neues? Worum geht es gerade so? Wir sind immer noch auf Mission. Wilson, Willy. Hier ist mein Apfel. Ablegen. Das wollt ihr nicht essen. Vielleicht hat es doch keinen Appetit. Ich koch mal eben schnell ein, zwei Äpfelchen, ja? Ja. Ein, zwei Pferdeäpfelchen? Theoretisch kann man die essen. Weiß nicht. Was ist, wenn ich mehrere Äpfel in die Hand nehme? Ist das dann besser? Nimm mal zwei in die Hand. Vielleicht bekommst du einfach zwei Bratäpfel. Ah, dann ist es direkt Kochobst. Dann ist direkt aber besser, bringt mehr Energie, weil sonst bringt einer ein Viertel. Nee, ein kommt. Echt? Nur drei Viertel? Ja. Ach was. Ja, dann lohnt sich das aber zwei zu grillen. Du hast keinen Bratapfel mehr. Hast sie alle verdings. Verbratet. Ach so. Willy Wilson fragte, welches Thema im Chat herrscht. Ach so, okay. So.
schließt in 14 Minuten. Ah, das ist natürlich auch, die schließen jetzt schon alle, ne? Dann schnell bestellen. Nee, da nicht mehr. Zu spät. Wo waren wir denn das letzte Mal? War das okay? Das war nicht so geil, ne? Ja, ich werde auf jeden Fall ändern. So, Niehausweg 12. Oder muss ich auf dem Pferd den Apfel in die Hand nehmen? Weiß ich nicht. Bist du jetzt wieder, bist du durchgeritten? Weil hier kommt jetzt gleich der, müsste der Hof sein. Da ist der Reiterhof. Sieht so der aus. Der Stall. Ne? Guck mal, ganz viele Pferde. Da sind ganz viele Pferde. Vielleicht ist das die Koppel. Moin! Aha! Guck mal, hier sind richtig Dudes! Stopp! Dieses Pferd! Zum Wiehern. Hey, Shibo. Meinst du, der Junge da hat Interesse an Pferden? Ja, Darto. Sieh dir seine Augen an. Er kann es gar nicht abwarten, in den Sattel zu kommen. Das sind die Augen von einem, der Pferde so sehr liebt, dass ihm alles andere egal ist. Und was jetzt? Tja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genau gesagt, willkommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Wir haben es direkt an deinen Augen gesehen. Du hast nichts als Pferde im Kopf, was? Genau, deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind dir völlig Schnuppe. Und das heißt, dass du bei uns bist genau richtig. Uns kannst du über alles fragen. Wir stehen für dich mit Rat und Trab zur Seite. Wow. Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber mein Vater will, dass wir den Spruch sagen. Wie zählt man sie? Welche sind gut? Pferde mit farbigen Punkten im Fell nennt man Schecken. Die sind gutmütig und einfach zu zähmen. Reine Schimmel oder Rappen und andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Dafür haben einfarbige Pferde mehr Ausdauer und laufen schneller. Papa sagt immer, am Anfang ist es ein Plackerei mit den Einfarbigen, aber wenn sie zahm sind, will man nichts anderes. Papa meint, als Anfänger sollte man zuerst ein Schecken fangen. Aber wenn ich mal groß bin, schnappe ich mir sofort einen Einfarbigen. In der Dandel. Hast du verstanden? Habe verstanden. Papa hat uns alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns aus. Wildpferde sind sehr scheu. Wenn sie jemand in der Nähe wittern, laufen sie sofort weg. Du musst sie ganz langsam von hinten anschleichen und dann hops aufspringen. Wenn du dich duckst und ganz langsam anschleichst, dann bemerken sie dich nicht. Papa hat uns alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns aus. Solange Wildpferde nicht richtig gezähmt sind, laufen sie gern mal dorthin, wo sie wollen, oder schütteln sich. Wenn das passiert, solltest du sie durch Tätscheln beruhigen. Aber man darf sie nicht einfach die ganze Zeit nur tätscheln, sagt Papa. Tätschele sie, wenn sie brav waren und auf dich gehört haben. Wenn du aufsteigst, wenn du absitzt, es ist eine Art, dem Pferd Danke zu sagen. Hast du verstanden? Habe verstanden. Papa hat uns alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns aus. Tschüss. Komm mal bald wieder. Oh mein Gott. Erstmal tätscheln. Hühnchen. Da ist noch jemand. Oh, da liegt was. Apple. Sind das die Klitschko-Brüder? Ja, das waren die. So ist jetzt hier gerade. Sei gegrüßt. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? Mhm. So friedlich, wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster herum und um Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin wird hergestellt, indem man Insekten- und Monsterzutaten mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze und Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlegt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Was? Da muss ich mir ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir etwas von meiner Medizin. Das ist ja nett. Spurtmedizin. Der Spurteffekt simuliert die Nerven, sodass alle deine Bewegungen schneller werden, sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Mit Spurtmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vor Monstern weglaufen muss oder einfach, wenn ich es eilig habe. Sie besteht nur aus Spurtechsen und Monstermaterialien, deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. Aha. Aha. Also ein bisschen, einfach ein bisschen Monster-Shit.
Den Apfel wollte ich mir auch schon greifen. Man kann sich anscheinend frei bedienen. Okay, die Mistgabel. Holz. Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie.